Ihr solltet natürlich schon ab dem ersten Zähnchen mit der Zahnpflege beginnen. Dafür könnt ihr am Anfang auch zum Beispiel ein Wattestäbchen anfeuchten und benutzen oder natürlich eine kleine Babyzahnbürste, die einfach sehr klein ist und sehr weiche Borsten hat. Oder es gibt auch Fingerlinge, die ihr anziehen könnt, die auch ganz feine Borsten dran haben, mit denen ihr vielleicht etwas mehr Gespür habt am Anfang. Es reicht auch beim allerersten Zähnchen aus, ihn nur mit Wasser zu putzen und einmal am Tag ist ausreichend. Ihr solltet generell bei der Zahnpflege achten, dass ihr sehr vorsichtig seid, dass ihr das umliegende Zahnfleisch auf keinen Fall verletzt oder auch zu stark mit der Zahnbürste reibt, da in der Zahnungsphase das Zahnfleisch sehr empfindlich ist, stark durchblutet wird und es sonst für die Kinder schmerzhaft sein kann. Ihr könnt auch Kinderzahnpasta benutzen. Sie enthält weniger Fluor als die Erwachsenenzahnpasta und ist natürlich vom Geschmack her für die Kinder angenehmer. Dosiert sie einfach sehr sparsam. Und dann ist es auch schön, wenn ihr beim Zähneputzen vielleicht das in ein Ritual einbaut. Ihr könnt zum Beispiel immer ein gleiches Liedchen für die Kinder singen und es wirklich fest mit in die Baby- und Kinderpflege mit einbauen, dass die Kleinen das jetzt von klein auf gewohnt sind, dass das einfach mit dazugehört, die Zahnpflege. Ihr könnt auch den Kindern immer wieder selber mal die Zahnbürste schon in die Hand geben. Sie finden das natürlich sehr interessant und spannend. Ich habe euch heute ein Modell mitgebracht. Das ist eine Babyzahnbürste, die einen sehr kleinen Kopf hat, weiche Borsten. Das ist sehr wichtig, dass ihr den Kindern ja nicht wehtut beim Zähneputzen. In der Mitte hat sie einen festeren und breiteren Griff, dass die Babys auch die Zahnbürste gut halten können und nach ihr gut greifen können. Und auch am anderen Ende hat sie eine Verdickung, einen kleinen Knubbel, den die Kinder auch sehr gerne benutzen, um drauf zu beißen und um zu kauen.